Wir haben uns vor Pfingsten 2 Tage Urlaub genommen und nachher 1 Tag. Und so haben wir ein paar Tage für eine Fahrt auf den Gardasee. Dieses Mal nehmen wir den Smart mit dem Anhänger mit, sozusagen eine Testfahrt. Weil mit dem neuen Wohnmobil mit Anhänger und 14 Meter Länge bin ich noch nicht gefahren. Die erste Probe war ja gleich, wo ich bei der Ausfahrt aus dem Garten rauskomme. Es ging sich geradeaus. Unser erstes Ziel war das Camping Gamp in Südtirol, nicht weit vom Brenner entfernt. Bis dahin hatten wir 328 Kilometer. Wir kamen gleich mal in schlechtes Wetter und vor dem Grenzübergang Walserberg hatten wir einen leichten Stau. War aber nicht schlimm, vielleicht 20 Minuten Verzögerung. Kontrolliert wurden wir nicht. Beim Grenzübergang Kiefersfelden-Kufstein gab es nur Sichtkontrolle und für Pkw vielleicht eine Verzögerung von 1/2 Stunde. Beim Camping Gamp angekommen, stellten wir fest, dass die Besitzer fast nebeneinander 3 Plätze für Wohnmobile hatten. Einen direkt bei der Rezeption, einen weiteren eine Etage darunter gleich daneben und einen weiteren ca. 500 Meter entfernt, gleich neben dem Busbahnhof vor der Bahnlinie, welcher ein reiner Stellplatz war. Wir entschieden uns für den Stellplatz, weil wir nur übernachten wollten und nichts brauchten. Es gab Strom und einen Ablass für Grauwasser sowie einen Frischwasseranschluss. Bezahlt haben wir 23 Euro. Nach einer angenehmen Nacht ging es weiter zu unserem Ziel, dem Camping Fusalta am Gardasee. Vor uns lagen noch 170 Kilometer bei schönstem Wetter. In der Rückfahrkamera konnte ich immer schön nachsehen, ob der Anhänger eh noch da war. In Lazise angekommen war es nicht mehr weit und die Vorfreude war schon groß.
Da wir ja wussten, dass es zu Hause regnete und kalt war, freute uns das schöne Wetter am Gardasee besonders. Hier befinden wir uns schon auf der Zufahrt zum Campingplatz. Es ist mit Wohnmobil, mit Anhänger und einer Länge von 14 Metern problemlos zu fahren. Auf der linken Seite kann man schon die ersten Stellplätze erkennen. Hier befinden sich gleich die Parkflächen für den Check-in. Nachdem wir alle Formalitäten erledigt hatten, machten wir gleich mal einen Rundgang, um den Campingplatz und die Umgebung zu ergründen. Hier geht es runter zum See. Wie man sieht, gab es noch genug Stellplätze in allen Lagen. Irgendwie hat man ja beim Gardasee das Gefühl, man befindet sich am Meer.
Nach ein paar Metern am Strand entlang kamen wir an einer netten Strandbar vorbei. Wie wir bei diesem Rundgang feststellten, gab es auch eine zweite Zufahrt zu diesem Campingplatz. Diese nahmen wir dann bei der Abfahrt. Der Campingplatz hat auch einen Pool, an diesem Tag war er aber noch geschlossen. Am nächsten Tag, also am Freitag, den 21. Mai, wurde er geöffnet. Gleich neben unserem Stellplatz war das Waschhaus und die Entsorgung. Unser Wohnmobil hat eine Länge von 7,9 Metern. Wie ihr seht, dürfte er nicht viel länger sein. Es war ja auch nicht ganz gerade. Unsere Hubstützen mussten fast ganz ausfahren und wir waren mit der Hinterachse in der Luft. Am nächsten Tag machten wir mit dem Smart eine Ausfahrt rund um den Gardasee. Ich wollte ein paar schöne Plätze besichtigen. Hier waren wir in Limone auf der westlichen Seite des Gardasees. Hier haben wir auch zu Mittag gegessen. Für den Urlaub in den kleinen Orten ist der Smart ja besonders toll. Man bekommt überall einen Parkplatz und kann fast am Stand damit umdrehen. Eigentlich wollte ich ja die Praserschlucht zu einem schönen Aussichtspunkt hoch über dem Gardasee fahren. Leider mussten wir feststellen, dass diese Schlucht gesperrt war. So mussten wir einen mühsamen Umweg über eine enge, kurvige Straße fahren, um dorthin zu gelangen. Hier ist auch schon der Ort zu sehen, wo das Café war, wo es diese schöne Aussicht gab. Bis dorthin war es aber noch eine mühsame Fahrt. Hier ist die Straße zu sehen, unterhalb, die ich fahren wollte, die aber leider gesperrt war.
Das Café selbst war so lala, aber die Aussicht entschädigt hier für alles. Wir tranken hier einen Cappuccino und fuhren dann weiter. Am nächsten Tag besichtigten wir Lazisee. Für meine Frau gab es einen Shoppingtag auf die anstrengende Fahrt vom Vortag. Wir brachten ca. 180 Kilometer zusammen. Es war überraschend viel los an diesem Tag. Unter diesen vielen Leuten fand ich dann auch die Maskenpflicht im Freien, die es in Italien gibt, ganz sinnvoll. Diese Treppe in den See fand ich ja besonders cool. Zu Mittag gingen wir wieder essen. Wir fanden ein echt tolles Restaurant, wo es im ersten Stock einen tollen Gastgarten mit Blick auf den Markt und den See gab. Am Weg zurück zum Parkplatz ging es noch durch ein paar nette Gassen mit romantischen Restaurants. In der Nacht hat es dann ordentlich geregnet. Das setzte sich auch den ganzen Tag fort. Es störte uns aber nicht so, weil es für uns eh der Tag der Abfahrt war. Aber ausgerechnet an der engsten Stelle in einer Kurve kamen mir drei SUVs entgegen. Ich habe ordentlich geflucht.
Unser Ziel war an diesem Tag das Camp Inntal in Tirol. Wir hatten ca. 290 Kilometer vor uns. Was ich an unserem Wohnmobil besonders auf der Autobahn schätze, ist die Automatik und der abstandsgeregelte Tempomat. Bei der Einreise nach Österreich gab es am Brenner wieder nur Sichtkontrolle. Am Camping Inntal angekommen, haben wir uns lediglich auf den Übernachtungsplatz vor dem Campingplatz gestellt. Uns reichte das, weil wir nichts brauchten und ich mit dem Anhänger nicht rein auf den Campingplatz fahren wollte. Hier ließ ich auch gleich einmal die Drohne steigen. Da wir noch nicht gegessen hatten, wurde gut gekocht im Wohnmobil. Es gab Meeresfrüchte auf kroatische Art. Wie das genau geht, seht ihr jetzt. Beim letzten Kroatienurlaub haben wir in der Bikini Bar Garnelen gegessen. Da sie uns so gut geschmeckt haben, habe ich nach dem Rezept gefragt. Etwas abgewandelt haben wir es auch schon ein paar Mal nachgekocht. So auch dieses Mal. Wir haben statt den großen Garnelen etwas kleinere, bereits essfertige genommen und gemischte Meeresfrüchte. Als erstes geben wir ausreichend gutes Olivenöl in die Pfanne und erhitzen es. Dann, wenn das Öl schön heiß ist, kommt der Zwiebel und der Knoblauch dazu. Das Ganze gut anbraten. Beim Knoblauch bin ich immer großzügig mit der Beigabe. Der Wein, der nachher ins Gericht kommt, muss natürlich auch verkostet werden. Der Zwiebel und der Knoblauch sollen gut angebraten sein. Dann kommen auch die Meeresfrüchte gleich dazu. Das Ganze gut anbraten, das dauert etwas. Das Ganze sieht jetzt schon extrem gut aus und so riecht es auch schon. Gegen den Geruch im Wohnmobil mache ich immer das Fenster ein klein wenig auf und stelle den Ventilator oberhalb der Küche auf Absaugen. Somit entsteht ein Effekt wie bei einem Dunstabzug und man hat nach dem Kochen keine unangenehmen Gerüche im Wohnmobil. Dann schmecken wir das Gericht mit Salz, Pfeffer und Vegeta nach Geschmack ab.
dann kommt auch schon der Weißwein dazu. Das Ganze lassen wir wieder etwas einkochen, bis der Alkohol verkocht ist und das Gericht noch schön flüssig ist. Dann geben wir etwas Tomatenmark dazu. Wir hatten keines, daher nahmen wir Passata. Jetzt sind wir auch schon fast fertig. Das Passata noch etwas einrühren und kochen lassen. Und zu guter Letzt geben wir dann noch Semmelbrösel dazu, mit denen wir das Gericht auf die gewünschte Konsistenz eindicken. Hier aber bitte aufpassen, lieber weniger und vorsichtig rantasten, damit es nicht zu dick wird. Etwas Petersilie bringt dann noch Geschmack und Farbe ins Gericht. Und somit sind wir auch schon fertig. Sieht nicht nur lecker aus, es schmeckt auch so. Am nächsten Tag hatten wir die letzte Etappe vor uns. Es ging über das große deutsche Eck nach Hause. Wir hatten gute 180 Kilometer vor uns. Dieser Campingplatz ist ideal für eine Übernachtung auf der Durchreise, da er ganz nah neben der Autobahn liegt. Wir mussten auch für den reinen Übernachtungsplatz 27 Euro bezahlen. Naja, Tiroler Preise eben. Was ich echt arg finde, ist der Lkw-Verkehr, der mittlerweile von Rosenheim bis Bozen herrscht. Hier war in Richtung Süden sowohl bei der Hinfahrt als auch bei der Rückfahrt eine fast durchgängige Kolonne von Lkw am rechten Fahrstreifen. Und der Pkw-Verkehr verlief fast ausschließlich am linken Fahrstreifen.